Ich begrüße euch zur Folge Final Fantasy 4. Heute wollen wir den Teufelsweg gehen und mit diesem Weg nach Baron kommen. Hoffentlich funktioniert das soweit. Der Teufelsweg. So, guck mal. Ab jetzt kenne ich das Spiel gar nicht mehr. Jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht, na sowas. Ach so. Ich dachte, wir müssen jetzt hier einen Dungeon durchspielen oder sowas. Scheinbar wäre mein Friend geportet. Das wäre ja cool. Das finde ich ziemlich cool. Es ist zwar irgendwie lame, dass wir jetzt kein Dungeon machen müssen, aber auch irgendwie cool. Okay, sehr schön. Hallo. Dem Mann findet sich der Eingang zum Teufelsweg, jeden unheiligen Weg, der nach Mysidia führt. In friedlicheren Zeiten war dies eine beliebte Handelsroute, doch seit die Magier den Weg auf ihre Seite versiegelt haben, ist es damit aus. Hier unten gibt es noch einen militärischen Übungsraum. Ihr braucht aber sicherlich keine Lektion um Kriegskunst. Okay. Ja. Jetzt ist der Weg wieder offen. So, wir sind im Baron. Gibt's hier irgendwas Cooles im Waffenladen? Ich denke mal eher nicht, aber wir können mal reingucken. Oder auch nicht, weil der Laden zugeschlossen ist. Ja gut, so viel dazu. Bist du mir neu oder so? Okay. Können wir mal kurz ins Inn gehen? Ich weiß nicht, ob ich... Bin ich geheilt? Muss ich kurz nachschauen. Ja, bin ich. Okay. Okay. Ich habe, wie ihr seht, ein bisschen trainiert. Das heißt, er ist auf Stufe 10. Aber das war so. Ich habe Das waren zwei Kämpfe. Cecil ist halt echt unglaublich schnell wieder aufgestiegen. Das waren nur zwei Kämpfe ungefähr. So. Oh, das Yang. Hi, wie geht's dir? Hi. Yang, bist du es wirklich, Yang? Welch Freude, ich dachte, du wärst nicht mehr. Und ihr seid... Stimmt, ich sehe halt anders aus. Ich bin Cecil. Cecil, ich habe nach dir gesucht. Dieser Mann ist ein Verräter an der Krone. Ergreift... Was? Ergreift ihn. Jawohl. Was? Okay. Was passiert hier gerade? Wieso? Nein! Ich wollte nicht fliehen! Nein! Scheiße! Mist! Ja, ist er fliehen? Oh Gott, ich bin voll geprägt noch vom Lufia und wollte jetzt mit R... fliehen. Mit R den Zauber auf alle einsetzen, aber... mit R flieht man, scheiße. Das wollte ich so nicht. Aber du bist Schwein, das ist uncool. Nee, geh mal auf dich. So. Cecil kann noch ein bisschen Weißmagie, wie ihr seht. Kannst du aufhören, uns alle in Schweine zu verwandeln, bitte? So. Ein Schaden, Mann. Das war gut. Kannst du auch Schwein? Ja, kannst du. Dann mach das mal auf dich selbst, Jotella. Cecil greift an. Ja, wer bin ich? Ich bin Dings, so machst du Feuer. So. 103. Kannst du mal aufhören mit dem scheiß Wichtkonter? Ich hab darauf ehrlich gesagt keinen Bock. Vor allem mit Dika so viel. Okay, egal. Das ist ja fast so groß wie Panam und Poron. Oder haben die auch Wicht? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben die auch Wicht? Ich hoffe es mal nicht. Yang, erkennst du mich nicht? Ich erkenne dich sehr wohl. Du bist ein gesuchter Verbrecher. Ach du Schande. Oh Junge. Komm zu Sinn, Yang. Der weiß scheinbar nicht, wer wir sind. Ich weiß, der hat irgendwie eine Gehirnwäsche von Golbes aufbekommen. Ich bin das Hessel, ich bin ein Freund. Das ist zumindest das einzige Logische. Ich glaube kaum, dass der uns einfach so angreifen würde. Das glaube ich nicht. So ist er nicht drauf. So, Feurer.
Ich meine, wir haben ihm auch ziemlich geholfen, deswegen glaube ich kaum, dass der... Ja! Dass der uns angreift. Treten. Das könnte wehtun. Okay, tut's nicht wirklich. Du greifst an. Ba, 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 Crit. Ugh. Sehr schön. Ist er jetzt schon besiegt, oder? Ja, gut. Sesse, wir wurden von Leviathan angegriffen. Danach kann ich ja nichts mehr erinnern. Der König muss den Gedächtnisverlust von der Bibliothek missbraucht haben. Vergebt mir. Was mit Rydia und Edward? Rydia wurde von Leviathan verschluckt. Oh. Prinz Edwards Schicksal kenne ich nicht. Verstehe. Wo sind wir? Ben Baron, wir sollten uns vor neugierigen Wachen in Acht nehmen. Am besten nehmen wir uns ein Zimmer und schmieden unseren Plan. Gut. Ah, wir sind jetzt wieder zu fünft. Sehr schön. Und auch Yang, der ziemlich krass ist. Dann können wir jetzt Golbez in den Hintern treten, hoffentlich. Zu fünft. Okay, jetzt ist das, glaube ich, der Typ. Ihr seid echt stark, wenn ihr das Land verprügelt habt. Eine Freude. Wir übernachtet doch heute hier auf Kosten des Hauses, versteht sich. Okay. Alles klar. Wer sind deine neuen Gefährten? Das ist der große weiße Teller. Seine Tochter und Edward waren... Sie liebt Edward so sehr, dass sie ihr Leben für ihn gab. Mein aufrichtiges Beileid für euren Verlust. Ich bin Yang, ein Menschengroßmeister aus Fabul. Ich bin der große Palom, magisches Wunderkind aus Mysidia. Vergebt ihm bitte seine freche Art. Ich bin seine Zwillingsschwester Porom. Menschengroßmeister, pa! Man sollte meinen, bei einem Großmeister wirken möchte nicht. Palom! Dein Bruder hat recht. Keine Zeit für Selbstvorwürfe, wir müssen Sid retten. Nur wie? So einfach gelangen wir nicht in die Burg. Was ist damit? Ein Generalschlüssel, aber natürlich. Schließlich wurdest du zum Anführer der Leibgarde gemacht. Das sollte uns alle Türen öffnen. Auch sehr schön. Dann können wir jetzt nach Baron. Scheinbar. Und Golbez in den Hintern treten. Ja, cool, machen wir das. Aber vorher speichern wir mal vorher selber ab. Und zwar hier. Ja, ich bin auch gut. Schon 6 Stunden und 3 Minuten. Krass. Kommt mir gar nicht so viel vor, ehrlich gesagt. So. Hallo. Niemand darf ohne die Erlaubnis des Königs in die Burg. Mhm. Kann ich jetzt hier nicht in den Schlüssel rein oder was? Oder muss ich hier irgendwie um die Burg rumlaufen oder so? Nee, okay. Kann ich von Baron irgendwie da reinkommen? Vielleicht in den Waffenladen vielleicht? Vielleicht ist das gar kein Waffenladen, sondern so ein Raum, den wir aufschließen können mit dem Schlüssel. Und da ist dann gar kein Weg zur Burg. Nö. Ah, doch. Guck mal. Wundervoll. Hallo? Hier einspaziert. Die haben wir ja schon für Yang alle und so, glaube ich. Ja. Genau. So, das ist ja Naming Way. Warum du jetzt. Du heißt Living Way, oder? Kann das sein? Ne, Camping Way, stimmt. Oh, welche Worte Freude, Tesse. Sag bloß, euch ist auch für mein Debüt zu Ohr gekommen. Ach nicht? Entschuldigt, ich habe mich zur Annahme hinreißen lassen. Ihr müsst wissen, dass ich kürzlich über mein Musiktalent gestolpert bin und seitdem bin ich gewissermaßen auf Tournee durch die Lande. Wie könnte sich jemand, der Musik im Blut hat, noch guten Wissens Camping Way nehmen? Mein Ziel ist jetzt, mit meiner Musik allen Menschen auf der Welt Freude und Hoffnung zu bringen. Camping Way wurde zu Jamming Way, dem Musikus. Wollt ihr ein Minilied lauschen, bevor ihr da zieht? Von mir aus. Bitte, viel Spaß! Ah! Hier kann man sich die ganzen Themes anhören. Das ist super. Hallo, Ticker Chocobo. Chocobo. Du in die Dunkelheit. Ja, Kampf aus B. Der Ring. Okay. Rydia. Auch das Team ist super. Trainer. Das ist wahrscheinlich Edwards Team. Ja. Nee, Moment, ist es nicht. Das hier, oder?
Ja, genau, das ist Edward 7. Golbes, oh. Golbes 7 ist so gut. Hieß it. Ich will Golbes 7 haben. Die Lunaria? Okay. Ach so, ich habe mich schon gewundert, was Fanfare B ist. Okay, gut. Überraschung. Okay. Alles klar. Da kann man auch schön viel Zeit verbringen in so einem Jukebox-Menü-Dings. Das ist ziemlich cool. Oh. Was ist dieser runde Kreis da? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Der kostet aber 4000. Dann kaufe ich ihn einmal für Teller, weil Teller momentan am wenigsten da hat. Was ist das für ein Symbol? Ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich rausfinden. Was steigt denn an, Schönes? Reflexe ist das. Und oder Stärke. Ich weiß nicht, soll ich dir das geben? Weil das sinkt doch dein ganze Magie-Stuff. Ah ne, es ist Reflex, weil er auf 36 ansteigt. Ja, gebe ich dir. So. Dann passt das irgendwie. Komme ich hier noch irgendwo weiter? Ja, dann ist hier doch nicht der richtige. Wie kann ich hier von hinten reinkommen? Weil da solche Truhen sind. Nö, scheinbar nicht. Schade. Komme ich von Yomi nach Baron? Ich weiß es halt nicht, wo ich jetzt nach Baron komme. Weil die Türen sind alle verschlossen. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Von hier irgendwo oder so? Nee, hier war das. Ich mag das Town 7 voll. Hat er was geglitzert? Nee, ich habe mir das eingebildet, glaube ich. Gut, da kann ich auch nicht mal irgendwie hoch oder so. Dann bin ich hier wohl falsch. Okay. Da muss ich wohl doch irgendwie in Baron reinkommen. Aber wie ist jetzt die Frage? Oder ist hier noch irgendwas? Lord Cecil, dem ist der Dank gelebt. Vater ging zur Burg und dem ist ziemlich viel Zeit vergangen. Ich hoffe, dass nichts passiert ist. Sid war dein Vater, oder? Ich glaube schon. Hast du... Ja, okay. Ich dachte jetzt, ich kann auch was am Feuer machen, aber nein, Cecil verbrennt sich nur wieder, der Idiot. Wie soll ich jetzt wieder in die Burg reinkommen? Habe ich irgendwas übersehen oder so? Hier vielleicht? So. Oh. Oh. Ah, von hier wahrscheinlich, oder? Ja, das musste ja kommen. Das wir jetzt noch irgendeinen Dungeon machen. Das musste doch kommen. Es kann ja nicht sein, dass wir kein Dungeon haben. Dungeon. Kein Dungeon. Weil wir hatten ja den Teufelsweg. Ja, natürlich. Den Teufelsweg nicht, deswegen muss das jetzt hier kommen. Das war ja typisch. So, Cecil greift an. Du machst treten. Du machst einfach mal Blitz auf alle. Du kannst angreifen, aber wenn es nicht viel bringen wird. Und du machst auch Blitz auf alle. Naja, 36 immerhin. So, macht das relativ viel oder wie steht das? Ja, anfällig, sehr schön. Und dann will ich jetzt Zelle erledigen, oder? Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es einfach mal. Nee, die Muschel lebt noch. Ich gehe mal davon aus, dass Helle die jetzt gleich besiegen wird. Nein, okay. Dafür du, oder? Ja. Sehr gut, Yang. Sehr gut. Oder Yang, wie auch immer. Cecil steigt eine Stufe auf. Das würde es wahrscheinlich noch öfter passieren. Wir haben eine High Potion. Sehr schön. Und einen Ether. Und Rache des Zeus. Das ist auch toll. Gut, dann hat uns der Weg schon mal einiges an Stuff gebracht. Dann gehen wir jetzt mal nach hier, würde ich sagen. Auch immer schon darauf achten, dass wir die ganze Karte vervollständigen. Ich meine, wir wollen die Belohnung haben, die man euch bekommt.
So. Was ist denn los? Schon wieder überrumpelt. Gerade eben was angegriffen von hinten, jetzt überrumpelt. Spiel, wieso? Willst du mich ganz leicht veräppeln irgendwie? Okay. Dann, ja, gut. Mach mal wieder auf alle. So. Du machst Blitz. Wieso hat es die da hinten geheilt? Wegen den, Fäustlingen von Yang oder was? Aber er tritt doch, deswegen greift er gar nicht mit. Ah, es heilt die Fische, der Blitz. Oh, das ist ziemlich uncool. Sind ja vielleicht gegen Eis anfällig oder so? Ich kann es mal probieren. Ja, super, jetzt greift der wieder so an. Ja, jetzt sind die Fische die verlorenen Fische eh tot. Das ist ja kein Problem mehr. Scheiße, Yang. Ich muss ihnen die Feuerhandschuhe geben. Ach, der Blitzhandschuhe wegen diesen Kämpfen hier. Ja, das macht Schaden. So. Du machst Eis auf alle. Kann ich nicht hier ausrüsten? Nein, kann ich nicht. Okay. Nee, treten sollst du das nicht machen. Dann verteidige du einfach. Du nützt mir gerade nicht sonderlich viel. Es wäre wiederum gut, diese Blitzhandschuhe zu haben wegen den anderen Fischen, aber wäre es auch wiederum nicht wegen den Fischen jetzt hier. So, da kriegst du die Flammenkrallen für. Ja. Ist ja nicht schlimm. Hat er halt keine anfälligen Angriffe mehr gegen diese Fische. Gegen die anderen da. So, alter Wasserweg, UG4. 3 High Potions. Sehr schön. Die können wir wahrscheinlich gut gebrauchen. So. Was haben wir jetzt hier für einen Raum? Ist hier ein Geheimweg? Das sah so aus. Das sah so aus, das hat man gesehen. Ja, jetzt haben wir mal Astschlag hier. Das kann ja so nicht sein, ganz ehrlich. Du kannst angreifen. Ach, scheiße, ich war voll verwirrt, weil Cessa jetzt auch Weißmagie kann, bin ich immer voll verwirrt. Ich dachte gerade, dass ich mit Spuram angegriffen habe und mit Palom jetzt noch Weißmagie mache. Andersrum, mit Palom angegriffen habe und mit Purom jetzt... Nee, Moment. Ach, vergesst es! Das war... Mann, die Namen von denen bringen mich immer wieder durcheinander, immer wieder. Habe ich jetzt treten gemacht, das wollte ich gar nicht, das war dumm von mir. Die Namen von denen bringen mich immer wieder durcheinander. Also ich dachte, ich hätte mit Purom ange... Nee. Ach, vergesst es. Vergesst es, das ist eh nicht wichtig. Da... Okay, jetzt. Ist hier noch irgendwas? Nö. So. Der Kampf sollte jetzt hier voll klar gehen. Eis auf alle. Ah, die heißen ja auch Elektrofisch. Ja gut, das hätte ich mal denken können. Ist vielleicht Feuer gegen eigentlich effektiv, auch wenn es irgendwie seltsam wäre, aber wer weiß, vielleicht ist es ja so. Testen wie es aus, würde ich sagen. Nö. Auch trotzdem so besiegt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wundervoll. So. Da oben kann ich diesen Pix hinten. Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss dann noch hinlaufen. Super. Mhm. Gehen wir mal hier hoch für diese Truhe. Und bekommen Hermes Stiefel. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Wow. Diese Höhle hier ist komplett undurchsichtig, gerade mit diesen dunklen Gängen. Ganz ehrlich. Ich hasse es immer, wenn es in den ganzen Höhlen so voll viele dunkle Gänge gibt. Die sind mega nervig. Ich verstehe auch nicht, wieso man sowas macht. Ganz ehrlich. Ach, ich wollte angreifen. Normal, ganz normal angreifen. Und jetzt die Kartella ist gleich tot. Das ist vielleicht nicht so gut. Wieso macht man das, dass man da so einen dämlichen, dunklen Gang reinmacht? Das ist einfach nur nervig zum Durchqueren und verwirrt unnötig und all sowas. Deswegen
Sowas würde ich in meinem Spiel nicht einbauen. So. Ich würde gerade sagen, vielleicht tötet Stinks ihn schon, der gute Palom, und hat auch gemacht. Sehr schön. Alter, wie viel LPs Hessel einfach hat. So, wo bin ich jetzt hier? Der Raum ist komplett strange irgendwie. Ich muss nochmal dort hoch, da ist noch ein Weg. Och Mann. Wie komme ich hier? Wie? Hier, okay. Sehr schön. Ihr sollt jetzt kein großes Problem sein. Das lasse ich einfach Yang machen und die anderen. So, 32. 21. So. Sehr schön. Oh, Teller, ich wollte gerade sagen, du wirst auch ein bisschen Schaden machen mit deiner Frostroute, aber nein, natürlich nicht, Teller. Ach ja, wie viele Lebenspunkte es jetzt einfach hat. Das ist noch mehr als Yang. Das ist krass. Das ist sehr krass. So, dann würde ich sagen, oder geht's hier dann weiter? Ich denke mal nicht. Das heißt, ich muss den Gang erst erkunden hier. Ja, wo soll es denn hier auch weitergehen? Deswegen passt das, denke ich mal. So, Moment. Eis auf alle. Du greifst die Elektrofische an. Du greifst auch die Elektrofische an. Du machst auch Eis auf alle. Und du greifst den Alligator da an. Wo auch immer du heißt. Das habe ich, glaube ich, nachgeschaut. Das habe ich nicht nachgeschaut. Und jetzt fährt draußen irgendein Krankenwagen vorbei. Ich hoffe, man hört das nicht. Wenn doch, dann hat man jetzt den Krankenwagen gehört. Ach was, Marvin, darauf wäre ich niemals gekommen. So, Yang Stufe 22, sehr schön. Ach, hier geht's doch weiter, super. Ich dachte, hier wäre jetzt nur ein Bonusgang, aber hier geht's doch weiter. Gut, dann muss ich mal zurückgehen. Ach, hier geht's auch zurück. Oh. Gut, dann gibt's hier einen kleinen, eine kleine Abkürzung, das ist super. Ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwie ewig zurücklaufen. Oder kann man hier, doch, hier kann man raus, sehr schön, okay, sehr gut. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass ich jetzt langweilige Kämpfe rauscutten werde. Ab sofort in dem Let's Play. Jetzt habe ich noch gar nicht dran gedacht, so in diesem Let's Play bisher, dass ich langweilige Kämpfe raussteigen könnte. Ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben noch die Konterfähigkeit da bekommen. Sollte ich die vielleicht hier einfach alles... Teller hat Agilität verloren. Ist ja auch ein alter Mann. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht Dings die Konterfähigkeit gebe. Dem guten Yang, weil er ist ein Mönch. Und mach ich einfach mal. Da war auch gerade... Stimmt, ja, haben wir die von der... Von Yangs Frau bekommen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, dann können wir mal gucken. Was kann hier raus? Was kann hier raus? Das ist jetzt die Frage. Was macht physische Angriffe kontern? Das wäre jetzt schon ziemlich cool. Ich packe einfach mal dafür Trotzen raus. Das setze ich eh nie ein, deswegen. Das setze ich eh nie ein. Deswegen passt mir das so ganz gut eigentlich. Was haben wir hier? Eine Bronzesanduhr, okay. Und was wird sie hier unten befinden? Fällt mir gleich heraus. Nach diesem Kampf hier. Es ist halt echt so, wie ich es mir dachte. Das Konter, wenn Yang angegriffen wird, kontert er halt zurück. Die Fähigkeit Steinern, Final Fantasy 9, glaube ich, auch bei mir im Let's Play gelernt, soweit ich weiß. Um mal jetzt hier ein bisschen Fachwissen zu bringen von anderen Teilen hier. Ja. Ich würde auch sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4 wieder. Bis dann und ciao, euer Vero. Tschüss.